Guten Morgen. Ich dachte, wir machen ein Fullface auf meinem Schminkkörbchen nochmal und testen ein paar neue Dinge zusammen. Einmal den Dewy Honey Primer. Dann habe ich eine Colourpop-Palette hier. Der ist wirklich ein bisschen wie Hon so, so ein bisschen schleimig wie Honig. Riecht sehr interessant. Ich kann euch nicht sagen, ob ich den Geruch mag oder nicht. Ich finde überhaupt nicht, dass er nach Honig riecht, so richtig. Aber ich fand den letztes Mal nicht so schlecht und dachte, wieso nicht nochmal austesten? Der ist die Woche in meinem Schminkkorb. Gestern habe ich einen Look mit der Jaclyn Hill. Heute möchte ich mit der Perfection Palette von Shyla? Ich glaube, von Colourpop. Auf jeden Fall. Ich will immer Karoche sagen. Aber auf jeden Fall. Ja. Genau, dann benutzen wir mal. Dann benutze ich mal die Nisha Foundation. Die schadet ja nicht, wenn wir die auch mit benutzen. Man sieht, die ist relativ hell. Da ist echt nicht mehr viel drin. Ich muss das mit dem Schwamm. Seht ihr das? Im Produkt ist, also im Schwamm. Ist noch Produkt drin, so rum, aber nicht so richtig. Ich habe es jetzt mal umgedreht. Ja, ist relativ hell, ne? Aber lieber ein bisschen zu hell. Und ich dunkle das lieber selber nach, wie wenn das wieder zu dunkel ist und ich sehe aus, als hätte ich einen Selbstbräuner-Fail. Ja, seitdem ich da ein bisschen MAC reingemischt habe, kann ich sie wirklich tragen. Also das geht noch. Aber nachkaufen, nee, nicht für den Preis und nicht, wie sie sich dann alleine verhält, weil Produkte müssen für mich eigentlich meistens alleine funktionieren, weil sie auch alleine verkauft werden, ne? So, dann tragen wir uns Concealer und Korrekturstift von Essence auf. Ich konturiere. Das flutscht einfach, ja? Also das ist hier so eine flutschige, Geschichte. Sehe ich gerade. Muss nicht anfassen. Und zum Highlighten, meine Lieben, habe ich keinen Concealer gerade parat. Ich benutze Primer für die Augen noch. Ich mache jetzt alles in einem. Ich habe heute einen tollen Kommentar gekriegt, dass ich so chaotisch wäre. Ja, Leute. Also die Leute, die... Leute, Leute, Leute. Ich meine, ja, das bin ich. Ich habe auch nie gesagt, dass es mir hier auf Perfektion geht. Um Gottes Willen, dann seid ihr völlig falsch. Wirklich falsch. Also nicht ihr, sondern dann seid ihr falsch auf meinem Kanal gelandet. Hier wird nichts strukturiert gemacht. Es wird gemacht, wie man Zeit hat, wie es geht. Und nicht unter Druck. Ja, wie gesagt, ist ein Hobby von mir, aber ich bin keine Mrs. Bella. Ich möchte auch keine Mrs. Bella sein. Ich möchte gar nicht ihren Job. Nee, will ich gar nicht. Der Konturstick lässt sich echt schön verblenden, finde ich. Und ja, gut, durch meine Rötungen ist es halt oftmals, sieht es ein bisschen fleckig aus, aber es hat eigentlich nichts mit dem Konturierstick zu tun, sondern eher was mit meinen Rötungen, die ich halt eigentlich korrigieren sollte vorher. Habe ich nicht gemacht. So, dann tragen wir uns heute halt eben keinen Concealer auf, sondern benutzen ein bisschen Foundation. Das macht gar nichts, weil ich möchte jetzt nicht irgendwas raussuchen. Ja, genau. Genau. Bestätige mich selber. Dann habe ich das hier. Das hier ist wirklich etwas, wenn ihr todesmatt sein wollt, für euer Leben matt, dann kann ich euch das Fit Me Loose Powder empfehlen. Denn das macht sowas von matt. Ihr seid dann erstmal wie ein Ghost und dann da bake ich auch so ein bisschen. Also ich trage wirklich ordentlich Produkt auf meine Stirn auf, weil das ist meine Problemzone hier oben. Einfach an die T-Zone.
Das ist manchmal schwierig, wenn das zu matt ist, dann heben die Produkte, finde ich, manchmal nicht aneinander. Da muss man erstmal vorher fixieren. Und ja. Gehe so ein bisschen über meine Augen drüber, damit der Primer gesettet ist. Okay, das war schon. Dann versuche ich mal was zu tun hier mit der NYX-Palette. Ich möchte jetzt mal so ein Stippling-Brush ausprobieren, weil eigentlich ist es ja immer ganz sinnvoll, etwas zu nehmen, was nicht so viel Pigment abgibt. Und ja, das klappt eigentlich ganz gut gerade. Damit tue ich einfach die Stellen nochmal setten. Und mit dem Puder, da kriegt auch nichts in den Falten, weil das so matt ist. Richtig schön vom Haaransatz aus. Das habe ich letztes Mal gesehen. Da hat eine immer so gestrichelt vom Haaransatz aus. Und hat ihre Haare so gestrichelt. Fand ich gut. Hat mir ganz gut gefallen, ihre Technik da. Pinsel riecht gut. Ich glaube, das ist eine Pflegecreme. Ich finde, dass wenn die Pinsel nach die darunter liegenden Sachen riechen, so ist das auch. Okay. Okay. Dann hätten wir das schon. Als Blusher möchte ich nochmal den Jouer, aber in Flirt ausprobieren. Ich finde die ja ganz cool, also muss ich schon sagen, cool. Aber es ist jetzt nichts, was andere Blushes auch aus der Drogerie nicht können. Ich dachte, das wäre der Shit überhaupt. Aber ja, ich finde, Essence macht tolle Blushes. Catrice hat diese auch tollen Blushes. Und das können die auch. Also die sind auch gut pigmentiert, aber man muss aufbauen. Und ich habe lieber auch ein Blush, in dem ich aufbaue, bevor ich so ein bisschen zu viel Produkt auf meinem Gesicht habe. Definitiv. Das muss man ordentlich setten hier. So, wie gesagt, wir kommen zu dieser Palette. Oder ziehe ich erst meine Augenbrauen nach? Ich glaube, ich ziehe sie schnell mal nach. Könnt ihr auch mal dabei sein? Weil ab und zu kann man ja auch die Augenbrauen mit reinnehmen. Also im Endeffekt male ich sie einfach nur an. Ich gucke so, wo meine Augenbrauen eben löcherig sind, fange meistens hinten an. Ziehe dann einfach irgendwelche Striche vor mich hin. Und dann wird ein Kasten gemacht. Dann ist die Augenbrauen im Kasten. Und dann bürste ich im Endeffekt nur das aus hier. Dass es nicht ganz so hart ist. Aber es irgendwie, ja, ich bin keine Augenbrauendesignerin, sag ich mal. Ich kreiere da lieber Make-up-Looks, wie meine Augenbrauen jeden Tag nachzumalen. Das nervt. Also ich glaube, wenn ich mir was aussuchen dürfte, was für mich unnütz ist, ist Lippen umranden. Also unnütz nicht. Es macht viel aus. Aber was ich mir hätte machen lassen von irgendjemand anders. Augenbrauen und Lippen. Aber ich vertraue da auch nicht jeden. Ich habe gestern erst wieder gemerkt, gestern habe ich mir die Huda Beauty Palette geholt. Ich hoffe, das hat geklappt. Wie misstrauisch ich eigentlich der Sache gegenüber allen bin. Da können die Leute jetzt mittlerweile nichts, also die Leute können nichts dafür. Aber die eine Person, die hat es kaputt gemacht. Und das sind so Sachen, die ich hasse. Ich hasse es, weil ich alles dann hinterfrage und es nervt, ne? So, das ist meine Augenbrauen. Geschichte. Ich bin, wie gesagt, meine Augenbrauen und ich, wir sind keine besten Freunde. Meine Freundin hat gesagt, meine Augenbrauen kennen sich nicht.
Die sind total unterschiedlich, aber es sieht trotzdem gut aus. Ich glaube, es war nett gemeint, aber manchmal klappt es. Das ist so 50-50 Basis. Und dieser Augenbrauenstift gefällt mir einfach. Ich liebe ihn. Ich habe ihn gerne. So, dann kommen wir zu den Augen. Diese Palette, ich mag keine gummierten Designs, denn ich muss immer meine Hände vorher abbutze, weil das bleibt alles da dran haften und dann kriegt man es nicht ab. Das ist Schande. Das ist Schade und Schande. Augenbrauengel noch. Ja, das ist zu rosa. Also zu rot, meine ich. Also ich brauche so ungefähr 23 Minuten tatsächlich. Also 23 bis 28 Minuten für einen Look. Kommt immer drauf an, Full Face, ne? Aber ich bin auch immer Full Face. Ich sehe, ich habe mir... Habe ich mir für letzte Woche kein Highlighter ausgesucht? Ich gehe mal kurz gucken. So, ich möchte unbedingt den Soap and Glory... Soap and Glory Produkt hier auftragen. Das ist dieses Teil hier. Das werde ich euch in der Infobox hinschreiben, was es ist. Das sieht für mich aus wie ein Blush-Topper oder ein... Was könnte das denn sonst noch sein? Highlighter, Blush-Topper, wie auch immer. Und ich finde, das sieht so, so schön aus in der Verpackung. Und ich hätte das ja auch geswatcht gehabt im Trash-Paket. Und ich will das unbedingt drauf haben. Marilyn? Meine Marilyn schreibt mir gerade. Ich habe ihr ein paar Bilder von den Fingernägeln geschickt. Ich, heute ist Dienstag und ich habe den Nagellack seit Freitagabend drauf und ich war schon im Garten und habe Zeug da eingepflanzt. Zwei Pakete Blumen habe ich eingepflanzt und das war's. Und habe natürlich keine Handschuhe angezogen, weil ich den Schrank nicht aufbekommen habe. Und ja, also von daher hält der Nagellack wirklich gut. Hier ist er gleich abgesplittert am Samstag. Aber das, Leute, das ist mal ein Nagellack, der mehr als 3 Tage hebt. Voila. Ja, das sieht ganz, ganz toll aus, muss ich sagen. Sieht wirklich cool aus. Wirklich gefällt mir richtig gut. Wir kommen zur Palette, zum Herzstück meiner Leidenschaft. Mein Freund sagt immer, ja. Ich bestätige ihn dann immer mit, jupp, so ist es. Und es kann sich leider nicht ändern. Egal, wie sehr ich es auch versuche. Nein. Ihr seht es an meinem Holz. Von daher ändert sich da nichts. Ich fange an, mich zu schminken mit diesem schönen Braunton. Die Palette habe ich ja schon mal ausprobiert gehabt, aber habe das Video, glaube ich, gelöscht. Ich bin mir da schon mal wieder nicht so sicher, was ich da eigentlich fabriziert habe. Genau, und ich wollte noch sagen, ich bin eine Chaotin. Das hatte ich von Anfang an euch schon gesagt. Das ist kein Geheimnis, glaube ich. Und das bin ich auch privat. Also privat, ich habe da eine Freundin, die heißt Mary. Mary. Wenn wir was uns reden und mein Freund oder ihr Freund zuhören, denken die, oh Gott, wir wechseln Themen. Das ist abnormal. Wir wechseln in mit nötigen Taktem, gehen aber zum dritten Thema wieder, weil wir beim sechsten schon waren. Also das ist halt einfach so. Ja, will ich auch gar nicht ändern. Ich glaube, in welchem Bereich will ich sein? Will ich eher so in den Kupferbereich? Das ist eine ganz, ganz tolle Palette. Also wenn ich euch eine von Colourpop empfehlen kann, die eine Vielfalt hat, schaut mal. Da sind so ziemlich viele Töne drin und man kann wirklich viel machen. Und ich finde sie wirklich Perfection. Ich finde sie perfekt. Mir fehlt ein matter Ton, ein heller matter Ton und nochmal eine andere Transition Color, sage ich mal. Man kann das Orange nehmen, ne? Ich weiß nicht, was sie sich gedacht hat, in was für eine Farbrichtung. Ich glaube so, oder? Aber wir wollen, ich glaube, ich möchte in grün gehen. Möchte ich in grün gehen? Das ist jetzt mal eine gute Frage. Ich gehe auf jeden Fall mal in den dunkleren Rotton. Also so ein rotbraun ist das oder lilabraun. Ne, Burgundi. Das ist definitiv ein Burgundi.
sehr intensiv. Halleluja. Sehr intensiv. Aber gefällt mir. Ich gehe aber mit einem etwas fester gebundenen, ja, Verblendungspinsel mal rein. Der andere ist ja präzise und der ist ein bisschen fester gebunden, aber hat doch mehr Spiel. Mal in das Beige, was ich vorher hatte. Versuchen wir hier so einfach wie eine dritte Farbe reinzubringen. Und das Ganze hier mal so ein bisschen auszusoften. Sieht sehr hart aus. Ich gehe noch mal in das Dunkelbraun rein und versucht so. Colourpop ist einfach der absolute Wahnsinn. Ich habe geguckt, wann meine erste Colourpop-Geschichte ankam. Das war 2017 und seitdem bin ich dem verfallen. Und seitdem bin ich die absolute Colourpop-Sammlerin. Ich kann gerne mal ein Video abdrehen, in dem ich alle Paletten mal zeige. Und noch ein paar Töne swatche, die so besonders sind. Wirklich, da gibt es die reinste Wahnsinnspaletten. Wirklich. Passe ich eigentlich zu meinem Rest des Gesichtes? Ich denke, ja. Ich finde auch, dass die Kamera mich manchmal dunkler macht. Bin ich dunkel? Nee, bin noch nicht dunkel. Okay, ich möchte in den Ton, in diesen wunderschönen Grünton. Und das möchte ich mir am allerliebsten hinten auftragen. So hinten versuchen halt das Dunkelbraun mit zu verblenden. Da benutze ich auch einen fluffigen Pinsel und gehe erstmal, das ist so ein Club Dupe oder Blue Brown. Das ist schon trist. Also ich finde das Wetter macht halt keine sommerlichen Looks. Entschuldigung, wenn es den ganzen Tag regnet und pisst und stürmt und donnert. Ich bin gestern vom Regen aufgewacht, weil es so gedonnert. Ich dachte, jemand klopft an meiner Haustür. So hat sich das angehört. Bin ich aus dem Schlaf gerissen worden. Aber es war der Regen. Ja, gefällt mir sehr gut. Ich mag. Wahrscheinlich heißt es wieder Tanky. Die dunkle. Aber ich feiere das. Und hier vorne, im ersten Drittel, sage ich mal, außer mein Innenwinkel, möchte ich das hellgrün auftragen. Und unten am Wimpernkranz dann auch. Vorlaut kaum, aber doch hier so an der Nase bleibt meistens was hängen. Die Nase ist da zu groß für. Und das hellere Grün. Ja, irgendwie habe ich heute Bock auf Grün. Ich möchte auf jeden Fall gucken, wie dieses Club Dupe da funktioniert. Sassy heißt er übrigens. Nass und wet. Wirklich, wenn Colourpop zu haben wäre hier in Deutschland, dann glaubt mir, ich müsste Therapie machen deswegen. Weil sie einfach so klasse sind und ich lieber keine anderen Paletten hätte, nur Colourpop. Da wäre es auch für euch einfacher natürlich, weil die Preis-Leistungs-verhältnismäßig auch wie Drogeriepaletten sind. Also wenn ich 15 Dollar für eine Palette oder 18 Dollar, glaube ich, kostet eine, zahle. Ich gehe nochmal, also hier habe ich das Club mit dem Grün gemischt und vorne trage ich nur das Grün auf. Genau so. Wow. Yes, Baby. Highlighter müssen wir uns noch raussuchen. Doch. Wie schön, bitte. Ich könnte ausrasten. Ich glaube das nicht, dass es so wunderbar aussieht. Genau, Fallout kommt weg. Ach,
Ach, Highlighter haben wir doch gerade aufgetragen. Ich spüre da mein Gesicht mal an. Apothekenprodukt. Boah, absolut. Das riecht unglaublich nach Desinfizierzeug und Krankenhausaufenthalt, Zahnarzt, irgendwie sowas. Ganz unangenehm, wie ich finde. Das gefällt mir gut. Dann. Es kommt auch ein Frühlings-Make-up-Look für blaue Augen. Ich guck mal, vielleicht hat ja DM Kontaktlinsen. Würde ich mir super gerne reinhauen. Wenn sie nicht zu teuer sind, weil was will ich damit? Und heute möchte ich unbedingt nochmal den Fenty Beauty Gloss auftragen. Ich habe den gestern gefeiert. Ich finde den so schön. Ich trage mir übrigens Mascara von Catrice auf. Die mag ich auch sehr, sehr gerne, wo man einfach jede Wimper erwischt. Und ich finde sogar, dass am Abend, wenn ich mich abschminke, ich finde, dass sie einen Schwung hinterlassen hat. Das ist mir vorher nicht so aufgefallen. Also normalerweise habe ich schon einen leichten Schwung, aber ich würde nicht sagen, so intensiv, wie ich mich abends nach dieser Mascara abschminke. Schwarze Wimpern hat sie bei mir jetzt nicht gemacht. Und ob sie jetzt nun länger davon werden, das kann ich euch auch nicht sagen. Aber ich finde einfach, das Ergebnis ist es fast schon wie falsche Wimpern, nur in natürlich. Schaut mal, also sie trennt ganz gut, wenn ihr das überhaupt hinter den dunkelgrünen Hintergrund sehen könnt. Ja. Stimmt, so viel Regen, deswegen die Feuerwehr. Oder Krankenwagen. Ich kann es eh nie unterscheiden. Habt ihr auch beim Autofahren halt Panik, wenn Krankenhaus ist? Und wenn Polizei hinter mir fährt, dann denke ich, oh Gott, ich habe was verbrochen. Fange dann an, panisch zu werden. Habe letztes Mal vergessen zu blinken, weil sie hinter mir waren, ja. Genau so. Ich finde das eine ganz, ganz tolle Mascara. Wer aber mit so Gummibürstchen gar nicht klarkommt, komme ich normalerweise auch nicht, weil ich pieke mir alles ins Auge rein. Bei der nicht, weil die Noppen sind nochmal eine ganze Nummer kleiner. Ich hoffe, ihr kennt das. Die sind so winzig. Und deswegen kriegt man wirklich jedes Haar. Ich finde, sogar High-End-Mascaren können nicht so einen tollen Schwung und so tolle schwarze Wimpern machen wie diese. Und wenn man sie nur für unten nutzt. Okay, und dann kommt unser Highlight, ist der Fenty Beauty Gloss. Ich hatte den gestern auch aufgetragen, als ich ein Update gemacht habe. Schaut mal, wie schön. Oh mein Gott, ich finde die Farbe unglaublich schön. Gott sei Dank habe ich nicht das Gold genommen. Sehr, sehr schön. Das hat so ein. Wie soll ich sagen? Das hat so ein. So ein peachigen Unterton mit so ganz, ganz hauchleichten Perlmutt auf den Lippen in Peach und ganz hauchkleine feine Glitzerpartikel. Ich werde mir auf jeden Fall mal den durchsichtigen noch angucken. Aber ich bin, glaube ich, ich weiß es nicht, ob ich bereit bin, wieder so viel Geld für ein Lipgloss auszugeben. Also mein 17 Euro für ein Lipgloss. Ich weiß gar nicht, wie viel Gramm da drin sind. 9 Milliliter, okay, geht noch. Wenn es der einzige wäre, ne? Ich finde ja die Verpackung ein bisschen so billo. Sie fühlt sich überhaupt nicht hochwertig an, aber wenn man es aufträgt, das hat schon Wumms und Bums. Und ich finde auch, dass er gut mit den Highlighter harmoniert oder Highlighter-Topper, wie auch immer. Und ich feiere den Look gerade übelst. Toll, haben wir hingekriegt. Super, vielen Dank. Der Look ist fertig übrigens. Falls ich es noch nicht gesagt habe, ich bin in 25 Minuten fertig geworden mit dieser Palette. Tolle Schatz. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Fun wie ich. Ich auf jeden Fall. Ich mag den Fenty Gloss super gerne. Habe ihn jetzt aber erst zweimal aufgetragen. Ich finde, er ist nicht klebrig. Er ist wie auf Wasser basiert,
fast schon wie ein Lippenstift. Was ich nicht mag, ist, wenn man ein bisschen zu viel aufträgt, dass er dann so, seht ihr das? So einen Rand bildet und Fäden zieht. Also, seht ihr das hier so? Das ist etwas, das schaue ich mir noch genauer an, weil ich habe irgendwie echt Probleme mit meiner Mundübersäuerung. Ja, ich hoffe wie immer, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!